wie es oft im Leben so ist, erstens kommt es anders, zweitens als man denkt. Wenn man sich hier bewirbt als Kulturreferent, denkt man, ja, gewisse Voraussetzungen, gewisse Möglichkeiten hier in der Stadt was zu entwickeln. Und auf einmal kam Corona. Es hat komplett alles umgeworfen, die komplette Denkweise, die komplette Handlungsweise. Ganz, ganz schwierig. Also es ist so, dass das, was man sich vielleicht vorgenommen hat, die Ideen, die man hatte, die man hier nach Regensburg bringen möchte, dass die erstmal über den Haufen geworfen werden. Denn momentan gilt es wirklich nur einfach, die kulturelle Infrastruktur zu erhalten, das, was da ist, wirklich über diese Krise hinüberzubringen, zu retten, dass dieses breite und bunte Netzwerk, das hier in Regensburg hier da ist, dass das einfach diese Krise übersteht. Und von daher komplett neues Denken und auch natürlich finanziell ganz schwierig, weil die Finanzen einbrechen. Von daher wird es mein weiteres Anliegen sein, für die Kultur zu kämpfen, sowohl für die Infrastruktur, wie gesagt, eben auch für das Finanzielle. Also für mich ist auch Kulturverwaltung kein schöner Begriff, denn ich bin hier angetreten und habe gesagt, ich will Kultur nicht verwalten, ich will sie gestalten. Ich will einfach die Möglichkeiten, die wir hier haben, umsetzen im Gespräch mit der Kunst- und Kulturszene. Dass man einfach nicht irgendwo von oben herab was drüber stülpt, sondern dass man einfach bottom-up einfach versucht, mit den Leuten ins Gespräch zu kommen. Wie können wir euch helfen? Wie können wir euch unterstützen? Was braucht sie an Infrastruktur? Was braucht sie an Geld? Was braucht sie an Möglichkeiten? Ich weiß, es ist schwierig genug in Regensburg, hier Räumlichkeiten zum Beispiel zu finden, Veranstaltungsorte. Also es gibt genügend Themen. Und von daher ist es nicht so, dass wir es nur verwalten wollen, sondern wir wollen mit den Möglichkeiten, die eine Verwaltung hat, eben gestalten. Und ich glaube, das werden wir auch in den nächsten Jahren beweisen. Mir gefällt auch dieser Ansatz jetzt, dieses Festival macht, dass man sagt, in der heutigen Zeit mit Smartphones und mit dieser Überflut an Bildern sozusagen dieses Thema aufzugreifen und sich abzugrenzen, Fotografie, fotografische Bilder. Man kann sie nicht mehr wegdiskutieren, sondern die fotografischen Bilder sind da und man muss sagen, wie gehen wir mit dieser Entwicklung um, wie behandeln wir das? Und von daher finde ich dieses Festival einen sehr, sehr guten Ansatz, in diese Richtung zu gehen und auch mit Experten darüber zu diskutieren. Also Fotografie ist für mich einfach eine Kunstsparte. Da gibt es einfach, wie soll man sagen, das ist so ein bisschen einfach wie eine Komposition. Man macht sich Gedanken, welches Motiv will ich haben. Es gibt so farblich Lichtentscheidungen, die eigentlich ein Fotograf wahrscheinlich im Vorher trifft und macht sich viele Gedanken und geht dann im künstlerischen Sinne an dieses Projekt heran. Bei den fotografischen Bildern denke ich, dass man mit den Möglichkeiten arbeitet, die man heutzutage hat, mit Medien und so weiter. Von daher glaube ich, das wäre jetzt so meine Interpretation von fotografischen Bildern, dass man über diese Schiene sozusagen rangeht. Also durch Smartphone ist natürlich vieles gekommen, dass einfach viele Menschen, glaube ich, gar nicht mehr den bewussten Blick fürs Objekt haben, sondern nur noch festhalten, fotografieren. Es wird zwar nie wieder angeschaut, aber man hat es zumindest festgehalten. Und das erlebe ich heute auch in Ausstellungen, in Konzerten, dass Menschen dort sind und fotografieren ohne Ende, aber gar nicht den Moment eigentlich wahrnehmen, das Bild gar nicht mehr wahrnehmen, die Atmosphäre wahrnehmen, die in diesem Raum herrscht. Und das ist eigentlich schon schade, dass man da dann über diese Bereiche drüber geht. Auf der anderen Seite ist es natürlich ein wichtiges Medium heutzutage, Social Media. Ich denke jetzt mal an die Domillumination, die ja mit Bildern gearbeitet hat, mit visueller Darstellung. Das hat sich viral verbreitet im Internet, das ging rum und jeder hat es gepostet und weiter versendet. Und damit hat man natürlich einen unglaublichen Verbreitungsgrad von Kultur. Und für mich war das immer schöner, niederschwelliger Zugang zu Ästhetik, weil diese Kathedrale in diesem Licht zu sehen, mit diesen Bildern, und dass so große Menschenmassen das für ästhetisch schön heißen, fand ich einen sehr positiven Ansatz. Wenn man von oben runter geschaut hat auf diese Menge, wie viele einfach mit dem Handy da gestanden sind und den Moment gar nicht für sich einsaugen konnten und damit für lange auf ihrer Festplatte sozusagen speichern konnten, sondern es ist nur auf dem Handy drauf. Man hat jetzt auch zur Corona-Zeit gesehen, Streaming war jetzt überall und ich sehe das als Ergänzung, als Add-on im Kulturbereich. Und es entstehen auch neue Formate, das ist sicherlich auch sehr positiv, aber es braucht den analogen Kulturgenuss. Ich habe das, glaube ich, schon ein paar Mal hier erwähnt, dass man einfach den Moment braucht, man braucht den Raum, die Atmosphäre, den Dialog zwischen Bild
Und dem, der das Bild anschaut, zwischen dem Künstler auf der Bühne und dem Publikum, diesen Dialog braucht es, um wirklich wahrgenommen zu werden. Als Kulturreferent freut man sich, wenn Initiativen aus einer Stadt heraus entstehen. Eben nicht, wenn man sagt, ich als Kulturreferent oder das Kulturreferat hätte das und das vor, sondern wenn es von unten herauf entsteht. Und hier freut es mich, dass einfach zwei Menschen intensiv sich mit diesem Thema beschäftigen und das hervorheben wollen und ans Tageslicht bringen wollen. Mit Ausstellungen, mit Diskussionen, mit Workshops. Von daher finde ich das einen absolut positiven Ansatz und freue mich und werde das einfach positiv begleiten, weiterentwickeln. Also ich würde mich freuen, wenn sich das in einem Turnus sozusagen fortsetzen würde, sich entwickelt, vor allem Überregionalität ausstrahlt, Internationalität ausstrahlt. Das würde mir sehr, sehr gut gefallen, weil es einen weiteren, ich spreche oft von Mosaiksteinen im Kulturleben, und das wäre sozusagen ein Mosaikstein, den man entwickeln könnte und der noch bunter, größer in der Mosaiklandschaft von Regensburg sich entwickeln könnte. Also von daher könnte ich mir sehr gut das vorstellen. Ich freue mich, wenn dieses Festival stattfindet, speziell heuer in diesem außergewöhnlichen Kulturjahr 2020 mit Corona. Freue ich mich, wenn Veranstaltungen überhaupt stattfinden können und einfach die Leute wieder diese Kultur erleben können. Bei den ersten Konzerten, es war sehr schwierig, weil ähnlich wie in der Gastronomie, Hotellerie, es rollt alles sehr, sehr langsam an. Und von daher freut es mich, wenn Mutige sagen, nein, wir machen Veranstaltungen, wir zeigen das, wir präsentieren das und zeigen Wege auf, wie heutzutage auch Kultur unter Corona-Hygiene-Vorschriften sozusagen funktionieren kann. Insofern freut mich das, dass ihr hier Vorreiter seid und wieder Veranstaltungen macht. Dann